Anfangen. Ja, bitte, von mir aus. Was soll denn die Verrenkung? Nun kommen Sie doch endlich. Rolf war Rolf. Er Rolf war keine Rolle. Irgendwo lag die Komik in seinem Gesicht. Weil er so normal rüberkam. Das war einer von denen, die da unten saßen. War ein prima Mensch. Nicht überheblich oder sowas, ganz normal. Ja, ich möchte sagen, charmant war er. Gibt ja nicht so viele Männer, die charmant sind. Aber Rolf war einer. Ich bin manchmal ein grässlicher Egoist. Ich glaube, der Rolf Herricht war eher ein Melancholiker. Aber das spielt er ja in seinen Rollen auch. Der Rolf war sehr, sehr ernsthaft. Und er wollte auch, dass man das versteht. Die Menschen werden schöner, wenn sie lachen. Das ist Rolf Herrichts Überzeugung. Der große Komiker, der leider viel zu früh diese Welt verlassen hat, würde in diesen Tagen seinen 90. Geburtstag feiern. Vermutlich ohne großes Tamtam. Sein Humor lebt bis heute im kollektiven Gedächtnis mehrerer Generationen. Vor allem seine Sketche mit Hans-Joachim Preil. Herr Preil. Ja, ach, Herr Preil. Ja, schönen guten Abend, Herr Herrich. Schönen guten Abend. Was denn los ist? Bringen Sie denn da an? Wie geht's denn? Na, danke schön. Gut, gut, dass ich Sie treffe. Kann ich das Ding mal abstellen? Ja. Ah. Als die beiden das erste Mal über den Bildschirm flimmern, spüren alle, hier passiert etwas Außergewöhnliches. Ein Bettspiel, das schon die Alten ohne Pfarrer gespielt haben. Kennen Sie bitte, das? Was ist das? Moment, zeigen Sie mal her, was ist das? Das ist, ach so, jetzt weiß ich. Jetzt mal langsam. Was? Das haben die Alten ohne den Pfarrer gespielt? Ja, ja. Lieber Freund, das ist ein Brettspiel und kein Bettspiel. Und das haben nicht die Alten ohne den Pfarrer, sondern die alten Pharaonen schon gespielt, ja? Ja, ja, ich weiß. Ich kenne mich ja aus in der Mystologie. Bitte, was? Ja, ja, das sind die, die immer zu Füßen einer Pyramidon saßen. Ja, einer Pyramide. Ja. 1959 traten Hans-Joachim Preil und Rolf Herrich zum ersten Mal in einer Veranstaltung auf. Das war eine Veranstaltung, wo also junge Talente sich vorstellten und die beiden natürlich sofort unerhört einschlugen. Es war also ein Kracher, also ein Riesenerfolg und von da an waren die beiden sozusagen auf Tour. Und die Leute waren, und ich war damals 8. Klasse, das gibt's nicht. Ich habe mich so geölt. Sie lassen Ihr Pferd stehen. Ja, warum nicht? Als Hans-Joachim Preil, der die Sketche schreibt, Rolf das Schachspielen als Thema vorschlägt, erwidert der, ich spiele kein Schach. Schreib lieber über Skat. Dann nehme ich hier den Dings, den König, und dann schlage ich. Oh, alles los. Gewonnen, da geht er hin. Schachmatt, gewonnen. Dass das sowas wird. Die beiden, das hat mir der Hans-Joachim oft erzählt, nie im Leben haben sie das vermutet, dass das so wird. Nie im Leben, niemals. Die dachten, das ist ein Spaß nebenbei. Da können sie vielleicht mal irgendwo bei anderen auftreten oder irgendwo mal Spaß machen, bei Silvester oder so, irgendeine Veranstaltung und so. Aber dass das so Ausmaß annimmt, nein. Was kann man tun gegen diese ständige Müdigkeit? In mehr als 25 Jahren sollen es insgesamt 126 Sketche werden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, kaufen Sie sich doch eine kleine Parzelle. Ja, die nehme ich an die Leine und mache damit Spaziergänge. Das ist klar. Bitte, wen nehmen Sie an die Leine? Die kleine Gazelle. Ich sagte nicht Gazelle, ich sagte Parzelle. Ja? Und Parzelle ist ein kleiner Garten und Gazelle ist... ein großer Garten. Ist klar. Gazelle ist ein Antilope. Dann nehme ich die an die Leine, mach damit Spaziergänge. Die leben doch in Nordafrika. Oh, dann geht's nicht, so lange Leinen gibt's ja gar nicht. Oh. Warum wollen Sie mich eigentlich nie verstehen? Die Themen waren so toll, weil jeder wusste, Gartenfreunde. Viele haben einen Garten. Also es waren immer Themen, wo man nicht nachdenken musste, was man sofort kapiert hat. Man musste nicht erstmal sagen, einen Duden holen und sagen, ach, was hat der jetzt gemeint, um Gottes Willen. Es war so selbstverständlich, die Themen waren so gut. Wir sprechen jetzt von Ihrem Garten, das interessiert mich. Sagen Sie mal, was haben Sie da so zuletzt angebaut? Zuletzt habe ich einen Schuppen angebaut, gleich links. Ich meinte mit Anbauen an Pflanzen. Wie Sie wollen, also ich habe einen Schuppen angepflanzt. Also gut. Bleiben wir bei Ihrem Schuppen. Was haben Sie in Ihrem Schuppen drin? Geräte. Ja, was denn für Geräte? Oh, schöne Geräte. Haben Sie eine Hacke? Das verbitte ich mir. Na ja, das geht doch mal. Die poltern ja ganz schön los manchmal.
Und wenn der Herrich dann die Augen verdreht nach oben, wissen, was er für einen Quatsch erzählt, bloß über den ein bisschen zu pieken und so, das ist ja noch eine andere Ebene, die da spielen beide. Sondern er sagt den Text, den er geschrieben hat, aber wie er ihn sagt, na, das ist ja wieder was anderes. Wenn der sich da lustig macht über den, nicht nur durch die Antworten, sondern auch das Gesicht oder die, was er, wenn er sich für Pausen rausholt. Was so leicht aussieht, ist harte Arbeit. Kein Wort, keine noch so kleine Geste ist zufällig. Alles ist genau getimt. 6 Monate feilen sie vom ersten Lesen bis zur Aufführung an jedem Detail. Entschuldigen Sie, mein Loch war noch geschlossen. Es war ein richtiges Mosaik. Erstens musste mal erfunden werden, was machen wir denn überhaupt? Also wir reden über Briefmarken. So, dann müssten wir natürlich wissen, was gehört alles zu den Briefmarken dazu. Der Hansi Preil war super korrekt. Er ist dann erstmal in einen Laden gegangen, wo es Briefmarken gab. Und dann hat er sich alles erklären lassen. Ja, auch mit den Zähnen, was dann kam. Die Zähne sind außenrum bei der Großmutter, ja. Vorsicht! Was denn du wieder? Nehmen Sie doch den Daumen da weg! Warum denn? Sie verletzen sonst die Zähne. Wen bitte? Die Zähne! Ach, von der Großmutter. Nein, die Zähne außen herum. Die Großmutter hat die Zähne außen herum. Falsch! Hat falsche Zähne, ist ja klar, ja. Ich meine doch die Zacken. Die Großmutter hat Zacken. Es wurde alles bis ins Kleinste erarbeitet und recherchiert. Und dann ging es zur ersten Leseprobe zu Rolf und dann sagte Rolf oft, naja Bruder, ja, ich weiß nicht, findest du das komisch? Preil erstmal schon, naja gut. Also mir gefällt das schon gut. Naja, also ich würde das aber so und so machen und so. Preil war immer erstmal beleidigt, aber hat es dann immer umgesetzt. Er hat sich immer aufgeschrieben, was Rolf sagte. Aber er war nie begeistert davon. Es war auch... Sagen wir mal nicht oft, dass Rolf was auszusetzen hatte. Alles klar, wir können anfangen. Na bitte. Kann richtig. Na los. Ja, was denn noch? Na frankieren. Anna Frankreich. Nein, Herr Luftpost. Oh, Luftpost ist sehr schlecht, Herr Preil. Wir haben im Moment überhaupt keine Brieftauben. Ach, Mensch, doch nicht mit Brieftauben. Nee, Sie haben recht, hier, Ihr Wanderfalke, der macht das auch. Meine guten Marken, warum kleben Sie die auf die Rückseite? Oh, ja, das ist gleich für den Rückflug. Ne? Ich finde es auch enorm, muss ich sagen, dass der Preil, das ist ja der Witz an der Sache, dem Herrich die schönere Rolle gegeben hat und nicht für sich behalten hat. Ne? Hätte auch umgekehrt sein können. Nein, der Preil in seiner Großzügigkeit und seiner Freundlichkeit, Grundfreundlichkeit, der Herr ist auch mal ein grundfreundlicher Mensch, der hätte sich da auch mal was, ein Scheibchen rüberholen können. Also, nein, der Gewinner war immer der Herrich. Also bitte, nehmen Sie einen Apfel auf den Kopf, stellen Sie sich da drüben hin, ich stelle mich da. Ein verschmitztes Männlein tut so, als könne es nicht bis 3 zählen und legt dennoch am Schluss einen etwas eingebildeten Besserwisser rein. So fasst Rolf Herricht einmal in einem Interview die Rollenverteilung zusammen. Doch ist das alles wirklich nur eine Rolle? Bin ich dann der Sohn? Das habe ich Ihnen lang und breit erklärt. Sie sind jetzt mein Sohn. Na, ist recht, Papi. Kann es losgehen? Es geht los, bitte sehr. So, Vater? Ja? Schießt du dahin, wo du hinguckst? Natürlich! Oh, Donnerwetter, muss ich einen Apfel hier hinhalten? Also geben Sie her, jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man einen Sohn darstellt. Ja, warum nicht gleich so? Also legen Sie mal einen Apfel auf die Birne. Auf den Kopf. Auf den Birnenkopf und also, schon geht's los. Bist du bereit, mein Junge? Frisch, Vater, zeig, dass du ein Schütze bist. Was ist jetzt wieder los? Das ist klassisches Versmaß und Sie müssen sagen, öffnet die Gasse, Platz. Muss ich sagen? Müssen Sie sagen, jetzt. Ja. Öffnet die Kasse oder ich platze. Nein, klassisches Versmaß. Schweig, Bengel, iss deinen Apfel, du brauchst Vitamine, sonst rufe ich die Mutter, die Tellerine. Ich schieß dir den Apfel von deiner Birne, ja, sowas alles. Und das war dann auch schon mal so ein bisschen, doch. Doch, ja. Weil eben der Hansi so ganz anders war. Hansi Preil wurde ja in einem sehr, also der Vati war Gutsverwalter. Hansi sagte, er war Gutsbesitzer. Das passt wieder, ja. So, und die Eltern vom Rolf, die waren in Magdeburg und waren so richtige bürgerliche, bescheidene Menschen. Und das merkt man in den Sketchen den beiden an. Rolf Herricht kommt 1927 in Magdeburg zur Welt.
Ruhig, zurückhaltend, fast ängstlich, berichtete eine der Schwestern, sei er als Kind gewesen. In der Schule ist er fleißig, aber keine Sportskanone, wie sein Zeugnis der 5. Klasse belegt. Dafür lernt er mit Leidenschaft und Begeisterung Schlagzeug spielen. Vater Günther arbeitet als Journalist, Mutter Erna ist zu Hause. Hier in dieser Magdeburger Reihenhaussiedlung wohnt die Familie. Die Tochter von Rolf Herrichts Schwester, Dagmar Herricht, die uns heute den Ort noch einmal zeigt, war lange nicht hier, aber kann sich noch genau erinnern. Die Nummer 7, das ist das Elternhaus meiner Mutter, meiner Tante und von Rolf. Die haben hier 1927 als Erste in der Straße dieses Haus bezogen und haben da eben auch viele, viele Jahre drin gelebt. Eigentlich war er richtig aus der Art geschlagen. Er hatte in jungen Jahren Schlagzeug gelernt und im Haus da in der Zackelbergstraße, wo sie damals wohnten, hat er eher auf dem Boden das Schlagzeug stehen, da hat er geübt. Mit 16 ist Rolf Herricht Luftwaffenhelfer im Zweiten Weltkrieg. Das waren meist ganze Klassen, Schüler. Als Flakhelfer kamen sie im Rahmen des Kriegshilfsdienstes im Luftkrieg zum Einsatz. Ab 1943 gibt es verstärkt Luftangriffe auf Magdeburg. Rolf Herricht wird, wie er später seiner Tochter erzählt, als Kurier eingesetzt. Einmal verirrt er sich, verliert den Anschluss an die Truppe. Das hat ihn womöglich gerettet. Nur wenige seiner Schulkameraden überleben. Noch im April 1945 soll er von der Wehrmacht rekrutiert werden. Der Einsatz in den letzten Kriegstagen bedeutet oft den sicheren Tod. Rolf hat Glück im Unglück. Er erkrankt an Diphtherie und muss bis Kriegsende ins Krankenhaus. Noch Jahrzehnte später besucht Rolf Herricht regelmäßig den Soldatenfriedhof Halbe und sucht nach Namen seiner Mitschüler. 1945. Magdeburg ist komplett zerstört. Es herrschen Not und Hunger. Auch nach Unterhaltung. Rolf Herricht will Musik machen. Auch nach 1945 ist er mit dem Schlagzeug aufgetreten, in so einer kleinen Kapelle. Und da denke ich manchmal dran, wenn ich höre, dass im Stadtteil Krakau in Magdeburg diese Spielstätte war, wo er gespielt hat und er in der Zackelbergstraße wohnte. Ich bin die Strecke noch nie zu Fuß abgelaufen, aber ich würde sie auf 6 bis 8 Kilometer schätzen. Ja. Aber damals waren die Menschen wahrscheinlich ein bisschen nicht ganz so wehleidig wie wir heute. Ja. Ja, und mit dem Schlagzeug auf dem Rücken. 1946 stirbt Rolf Herrichts Vater mit nur 58 Jahren. Rolf beginnt als Requisiteur und Statist am Stadttheater in Magdeburg. Dem Rat der Kollegen folgend bewirbt er sich beim Studio Magdeburg, einer Schauspielschule. Überliefert ist, Rolf trägt einen Monolog aus Schillers Jungfrau von Orléans vor. Bei den Worten, da sank des Tapfersten das Herz, schlägt er sich versehentlich auf den Bauch. Die Jury bricht in Lachen aus. Auf jeden Fall hat er da Schauspielunterricht genommen und hat dann, und da kann ich mich schon so ein bisschen erinnern, in den kleinen Theatern, als er angefangen hat, in Stendal, in Salzwedel, da hat er gearbeitet. Am Theater Stendal trifft Rolf Herricht auf den damals 22-jährigen Lutz Yahuda. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Er war ein ausgesprochener Garderobenkomiker, wenn ich das so nennen darf. Er spielte also vorerst nur kleine Rollen, aber seine Heiterkeit, diese innere Heiterkeit und dieses schnelle Denken, diese schnellen Pointen hatte er damals schon. Das war mir schon aufgefallen. Es war eine schwierige Zeit in Stendal, obwohl es natürlich eine gute Gegend war. Es war also die Altmark, da waren Bauern, denen ging es nicht schlecht. In den Städten war Hunger ausgebrochen, nicht wahr? Und die Bauern hatten
Perserteppiche, mitunter sogar, und Gold und Porzellan oder sonst was. Aber bald hatte ich Mäzene, ich hatte einen Fleischermeister in Stendal und eine Konditorei. Und die versorgten mich dann liebenswürdigerweise immer so nebenbei, luden mich entweder zum Kaffee ein oder zum Essen oder gaben mir ein Paket mit. Und ich glaube, dass ich auch den Rolf Herricht später daran teilhaben ließ. Zu all diesen Verrücktheiten in Stendal gehörte natürlich auch, wir machten eine spiritistische Sitzung. Wir saßen also rund um diesen Tisch und breiteten die Hände aus, berührten uns gegenseitig mit den kleinen Fingern und beschworen gewissermaßen den Geist herauf. Bei dieser Gelegenheit erzählte mir übrigens Rolf Herrich, mein Vater ist jung gestorben, der hat eine Geschichte mit dem Herzen. Also, ich glaube, ich werde auch nicht alt. Das werde ich nie vergessen. Güstrow, Staßfurt, Frankfurt-Oder. Der junge Rolf Herrich tingelt in den 1950er Jahren weiter durch die Provinz. Operetten, Märchen, Komödien stehen auf den Spielplänen. Die heitere Muse als Gegenentwurf zur harten Nachkriegszeit. Die Gagen erhöhen sich Stück für Stück, aber das Leben bleibt spartanisch. Mitte der 50er Jahre lernt er am Theater Frankfurt-Oder die Tänzerin Christa kennen. An Familie und gemeinsamen Haushalt ist aber zu dieser Zeit nicht zu denken. In der Zeit, wo er da alleine gelebt hat, da hat er viel Tütensuppen. Das war das Spezialgericht, Tütensuppen. Also da legte er zum Beispiel großen Wert drauf, dass meine Mutter oder auch meine Großmutter regelmäßig hinkam und ihm ein bisschen in der Wirtschaft half. Ja, das war wichtig. Und nach Magdeburg ist er auch relativ häufig gekommen. Aber damals natürlich noch nicht mit dem Auto, sondern mit dem Pitti. Das war schon nicht einfach, muss ich sagen. Für niemanden. Und wenn man ein Engagement kriegte, an einem Theater, ein Festengagement, wenn man da 300, 400 Mark DDR bekommen hat als Schauspieler, das war schon was. Manche haben es für 200 gemacht, weil sie sonst gar nichts gehabt hätten. Sie aber ihren Beruf liebten und gehofft haben, dass mal einer Körner sagt, du bist es und du, mit dir mache ich jetzt. Und das ist, und so ist dann auch letztendlich passiert. Es war reiner Zufall, mit dem Hans-Joachim Preil zu einem Sketch zu schreiben. Das ist ja so unglaublich geträumt. Also was man alles so erleben kann, ist ja seltsam. Ich will wieder groß werden! Was ist da? Der gute Rolf Herrich landete schließlich in Magdeburg an den städtischen Bühnen, wo auch ein gewisser Hans-Joachim Preil eintrudelte. Gleichzeitig gab es in Magdeburg einen Komiker, einen etwas älteren Herrn schon, der Pointen sammelte. Der hatte also eine Sammlung von Sketchen und Übersketchen und Witzen und so weiter und so fort. Und als er nachher älter wurde und ausschied, muss er irgendwie in Hans-Joachim Preil das gewisse Talent erkannt haben, dass er also schreiben kann. Und dieser alte Komiker schenkte dem Hans-Joachim Preil diese ganze Geschichte. Und möglicherweise war das die Grundlage von diesen Sketchen, die später Hans-Joachim Preil so brillant schrieb und dem Rolf Herricht also auf den Leib zeichnete. Sag mal, Sie wollen also nur Schauspieler werden? Ja, Schauspieler, so ein richtiger Künstler, so ein Geschaffter, so. Ha, so was. So. Herricht und Preil kennen sich schon. 1949 war Rolf ans Theater in Bernburg zum Vorsprechen geladen, wissend, dass er das eigentlich nicht kann. Der Intendant ermunterte ihn, mit dem Oberspielleiter etwas zu improvisieren. Atemtechnik, Spracherziehung, ja, improvisieren. Kenn ich. Wie war das Letzte? Nicht das Letzte, das ist das Erste, was Sie können müssen. Improvisieren. Ah ja, das kenne ich ja bald. Improvisieren. Das, ja? Man will gut aussehen, man will improvisieren, man will... Imponieren ist das, nicht improvisieren. Das ist was ganz anderes, ja? Ach so. Ja. So ähnlich wie in diesem Sketch, den Hans-Joachim Preil später schrieb, soll es sich bei der ersten Begegnung abgespielt haben. Das kann man nicht mit zwei, drei Worten erklären, das muss man spielen, eine Szene improvisieren, ja? Ha! Mein lieber Franz! Gut, dass ich Sie antreffe! Ja, da sollte ich also erwidern... Ich bin empört, ich bin empört, ich bin empört. Richtig. Hu! Ach, mit Hu! Hu! Ja.
Ja. Bin empört. Gut, wunderbar. Herr Preil, Sie alter Emil, was? Sie. Das kann ich Ihnen sagen. Ich drehe jetzt den ganzen Spieß drehe ich um. Und dann erzähle ich alles Ihrer Frau. Und dann gucken Sie ganz dumm aus meiner Wäsche. Und dann ist meine Ehe, die ist dann kaputt. Hoch, Mensch, Herr Preil, ab heute nur noch improvisieren. Im Theater, man macht ja Spaß, auch in den Pausen und so. Oder wenn man probt, hat man manchmal so einen Zwischentext oder so. Und da war Rolf immer derjenige, der das sofort aufnahm. Der Hansi Preil war ja damals Oberspielleiter und der Rolf war Schauspieler. Und die konnten sich einfach so die Bälle so zuschmeißen. Vorgestern und gestern rollte auf vielen Freilichtbühnen der Elbestadt ein vielseitiges Programm ab. Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil sorgten für Spaß und Frohsinn. Neben der Arbeit am Theater beginnt das Komikerduo bei Veranstaltungen und in Kulturhäusern aufzutreten. Ganz offiziell, mit staatlicher Genehmigung und mit immer größer werdendem Erfolg. Jetzt gehen Sie also ran an die Mücke, ja. Greifen vorsichtig zu und nehmen die Mücke. Und zwar zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand. Aber vorsichtig. Und jetzt greifen Sie zur Flasche mit dem Mückentötolin. Eine Flasche ist das? Die öffnen Sie und dann haben Sie diese Spritze. Um Gottes Willen, was haben Sie denn da? Die wird dazu geliefert. Moment mal, das ist ja eine Injektionsspritze. Ja, für Insekten, jawohl. Und dann nehmen Sie jetzt... Nehmen Sie also so na 50 Kubikzentimeter, die... Was, Moment mal, 50? Na, können auch mehr nehmen, umso garantierter ist die Wirkung, nicht wahr? Also jetzt nehmen Sie das und jetzt spritzen Sie die Mücke. Ohne den anderen geht der andere nicht. Und das sind die beiden Pole, die sich anziehen. Also der Weißklauen und der August und der kluge, scheinbar kluge, der Abteilungsleiter, wie ich immer sage, und der Dödel. Und wenn der Dödel das Volk ist, das sind die Auguste. Und der Herricht war eben der August, wenn der Mückentötolin gemacht hat. Mit welcher Ernsthaftigkeit er die Mücke, die nicht da war, aber wie er die dem vorgeführt hat, dem Preil, der guckt dann über die Schulter, wie die das gespielt haben. Und dann wird der Mücke schlecht. Was wird? Was wird? Sie wird also richtig blass. Sie verdreht die Augen so komisch. Das ist schon sehr verdächtig, ja? Jetzt können Sie schon stolz auf Ihre ersten Erfolge sein. Passen Sie auf. Jetzt plötzlich klappt sie den Mund auf. Mund. Und lässt die Zunge so raushängen. So. Bitte. Und Herr Preil, wenn jetzt die Zunge blau wird... Bitte was? Dann ist das sicherste Zeichen. In circa einer Minute ist die Mücke verschieden. Bitte, was ist die Mücke? Verschieden. Wieso, was heißt verschieden? Tot. So, sie ist tot? Tot. Na, lieber Freund, das horrender Blödsinn ist das. Wenn Sie die Mücke nun schon einmal zwischen Daumen und Zeigefinger haben, ja, dann brauchen Sie die Mücke bloß zerdrücken, runterwerfen, ist sie auch tot. Na? Du zerdrücken? Ja. Na, das geht auch. Ich war mit Helga Brauer, einem Tanzpaar und einem Artistenpaar unterwegs. Wir hatten so ein buntes Programm. Und dann kamen die irgendwann an. Die kamen zu unterschiedlichen Zeiten. Und das Programm war immer so gebaut, ich wusste nie, wann mein Auftritt ist. Weil Herricht und Preil kamen mit dem Auto angesaust. Die wurden gefahren, nicht selber gefahren, die wurden gefahren. Und wenn die kamen, hatte ich mein letztes Lied zu Ende zu singen, das, was ich gerade sang. Und ich erschien auch nie wieder. Und manchmal durfte ich drei singen und manchmal durfte ich eben bloß eins singen. Und irgendwann traf es doch bestimmt jemand anders. Aber in diesem Programm traf es immer mich. Humor muss sein, Humor muss rein. Humor gehört zum Leben, sieht das endlich ein. Rolf Herrichts komisches Talent wird auch für den Film entdeckt. Mit Anfang 30 bekommt er seine erste Hauptrolle in der DEFA-Filmkomödie Musterknaben. Liebling, dein Blick spricht Bände. Schön, was dein Mund mir gesteht. Ja, das war ein schöner Film. Es wurde ja auch besser bezahlt als Theater. Das kommt ja auch noch dazu, dass er dadurch auch erheblich besser verdiente, ja, bei der DEFA.
Auch beim Fernsehen ist Geld zu verdienen. Gemeinsam mit Annemarie Brothagen führen Herricht und Preil Anfang der 1960er unter anderem 10 Folgen lang durch die beliebte Samstagabendspielshow A, B oder C. Unterhaltsam, unpolitisch, garniert mit Sketchen und Gesangseinlagen von Rolf Herricht. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück. Das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick. Das sieht man an mir. Zweimal Madeleine heißt unser Spiel. Eine frohe Stunde euch zu schenken, ist sein Ziel. Drum unbeschwert, nur zugehört. Wir wünschen allen viel Vergnügen. Hans-Joachim Preil schreibt auch Drehbücher und schneidert Rolf Herricht seine Rollen genau auf den Leib. So wie im Lustspiel Zweimal Madeleine für das Theater Magdeburg, das dort live aufgezeichnet und später im Fernsehen gezeigt wird. Das war auch seine Zeit, in der er zu dem wurde, was er später war. Und das wurde von Hans-Joachim Preil ein bisschen gelenkt. Und er hat ihn sich vorgenommen und er hat ein bisschen daran gefeilt, das konnte der Hansi. Ich weiß das, ich habe auch ein paar Mal mit ihm unter seiner Regie gearbeitet und er hat mir sehr geholfen, immer als Schauspieler. Das, was ich dann nach seiner Regie gemacht habe, war nicht immer das Schlechteste. Und so hat er den Rolf auch ein bisschen geführt. Junger Mann, 1,75, mit Zukunft, Sinn für schöne Fantasie. Sucht Umstände halber auf diesem Weg. Eine herzensreine, hübsche, zarte, süße, kleine, sehr aparte, herzensgute, resolute Sie. Vielleicht Sie? Vorwiegend als schüchterner, jugendlicher Held, dessen tapsigem Charme sich kaum jemand entziehen kann und dem die Frauen zu Füßen liegen, wird Rolf Herricht zu Everybody's Darling. Allein bis 1962 ist er in 100 Fernsehsendungen zu sehen. Regina, ja. Ja, ich liebe Sie, wenn man so sagen darf. Ich Sie auch, schon lange. Im gleichen Jahr wird Rolf Herricht das erste Mal mit dem Publikumspreis Fernsehliebling ausgezeichnet. Rolf Herricht hat mittlerweile in Magdeburg am Theater gekündigt und wohnt mit Freundin Christa in Berlin. Dort warten attraktive Film- und Fernsehangebote. Parallel schließt er einen festen Vertrag mit dem Metropoltheater Berlin als Bühnenschauspieler. Rolf Herricht war dann am Metropoltheater gelandet. Und als ich zu ihm sagte, du, warum bist du nicht freischaffend geblieben? Das läuft doch wunderbar. Er sagte, nein, ich habe eine fürchterliche Angst. Freischaffend zu sein, das ist mir zu unsicher. Also ich bin nicht so leichtsinnig und so kühn wie du, sagte er zu mir. Ich bin froh, dass ich da fest angestellt bin. Auf meiner Kreuzung leite ich den Verkehr, als ob's ein großes Symphonieorchester wäre. Rolf Herricht ist Ende 30, zählt zu den Topstars des Landes. Und dennoch traut er seinem Erfolg nicht. Auf meiner Kreuzung kennt mich jedes Kind, da im Verkehr noch viele wie die Kinder sind. Da spielte er ja einen Verkehrspolizisten. Und als solcher stand der natürlich fürs Drehen auch oft mitten auf der Kreuzung. Und es wurde immer original gedreht. Und er regelte den Verkehr. Aber das war kein Spaß. Wenn er da einen ganzen Tag gedreht hatte, dann war der fertig. Und als der Rolf fertig war, man sagte Drehschluss, da kommt so ein kleines Männchen und sagt, Herr Herrich, was drehen Sie denn hier?
Und Rolf war so fertig und so wütend, dass dann nur auch noch so eine Frage und brüllte diesen Mann an, ein Film, und stieg ins Auto und fuhr ab. Und am nächsten Tag stand in der Volkszeitung oder was das immer gerade war, unser Korrespondent A.B. traf den bekannten und beliebten Schauspieler Rolf Herricht bei der Arbeit. Er stellte die Frage, was drehen Sie denn hier? Und in seiner überaus komischen Art sagte er, einen Film. Also auch der hat dieses Brüllen gar nicht verstanden. Das war eben Rolf. Rolf war immer lustig. Aber eigentlich nicht ganz. Die DEFA-Komödie, gedreht in Dresden, erzählt die Liebesgeschichte um den schüchternen Verkehrspolizisten Fritz, der nur unter tatkräftiger Mithilfe der schönen Helene, gespielt von Karin Schröder, zu seinem Glück findet. Zimmer 214, zu einer kurzen Kraftfahrerschulung. So, und jetzt sind Sie dran. Ab morgen fahre ich mit der Straßenbahn. Ich fand den Film damals furchtbar. Ich war 21 Jahre alt und die Welt tanzte Twist. Wir tanzten Charleston. Ich fand den Film prüde. Ich fand ihn gemacht von alten Männern für junge Leute. Ich hatte gehört, dass das Image der VP aufgebessert werden sollte. Sie werden in diesem Film keinen einzigen wütenden oder ungerechten Volkspolizisten erleben. Und das fand ich als junge Frau schon immer ziemlich widerwärtig. Als Kollegen schätzt Karin Schröder Rolf Herricht sehr. Nie lässt er sie als junge Schauspielerin hängen. Stapelt eher tief, um ihr Sicherheit zu geben. Meine Dame, warten Sie bitte dort. Und Sie fahren bitte rechts ran. Und Sie können weiterfahren. Er war wirklich ein herzensgebildeter, freundlicher Mensch. Er war manchmal ein bisschen hypochondrisch. Also ich wusste nie, spielt er das jetzt, um mich zum Lachen zu bringen? Macht er das jetzt, weil er denkt, das erwartet man von ihm? Also er kam zum Beispiel morgens rein in die Maske und sagte, guten Morgen, hab ich heute wieder herrliche Kopfschmerzen. Das konnte ich immer schwer einordnen, weil ich nicht so richtig wusste, was es soll. Soll das jetzt lustig sein oder... Ja, Schauspieler sind merkwürdige Menschen. Das sind die klitzekleinen Kleinigkeiten, die Wirkung vor. Der heitere, leichte Musikfilm wird mit 4 Millionen Zuschauern zum Kassenschlager und sogar ins Ausland vermarktet. Nebensachen, die den guten Eindruck machen. Und das ist ausprobiert. Das sind die klitzekleinen Kleinigkeiten, die Wirkung vorbereiten. Na ja, man hat halt Stil. Entschuldigen Sie, Herr, ich kann im Augenblick Ihren Dienstgrad nicht erkennen. Rolf Herricht macht ja immer in seinen Filmen oder in seinen Schwenken so unschuldige Augen. Die, finde ich, jetzt am bedeutendsten sind für seine ganze Figur. Dass er es nicht versteht, darum diese Augen hat. Und er begreift nicht schon diese Augen. In der Neuzeit Hugh Grant. Der macht auch immer diese Augen. Ich glaube, Rolf Herricht war so eine Art Hugh Grant in der damaligen Zeit. Der auch nicht versteht und bemüht ist und gut ist und falsch ist und am falschen Ort und die falschen Blumen bringt und sich kratzt und nicht aussprechen will und nicht sagen will und kann nicht sagen, ich liebe dich und so. Hübsche Braut, nicht wahr? Karin Schröder und Rolf Herricht, diesmal nicht in einer Fernsehsendung, sondern auf einer DEFA-Hochzeit unter der Regie von Dr. Gottfried Kolditz. Diese Tochter allerdings werden sie im Film vergeblich suchen. Begeisterte Verehrerinnen von Rolf Herricht spendeten sie. Jochen Thomas überreicht das leckere Souvenir. I
guess it's funnier from where you're standing. Ich habe ihn oft in Situationen erlebt, wo er regelrecht geflüchtet ist. Also vorher schon sagte, um Gottes Willen, guck mal, guck mal, guck mal, die kommen alle auf uns zu, die kommen alle, um Gottes Willen, wo kann ich hier hingehen? Sehr viele Leute am Drehort haben dann darüber gelacht und fanden das komisch, wie er das gemacht hat. Ich glaube aber, der hatte wirklich manchmal Panik. Und Rolf hatte mir von diesem Problem schon öfter erzählt, also in Anspielungen, Andeutungen. Zum Beispiel hat er gesagt, weißt du, dass ich 7 Jahre keinen Urlaub gemacht habe? Ich sage, wie? Versteckst du dich dann in deinem Garten? Oder sagt er ja so ungefähr. Ich kann mich an der Ostsee nicht an den Strand legen. Ich kann mich auch am Müggelsee nicht an den Strand legen. Es geht alles nicht. Im Reserveheld ist Rolf Herricht Rolf Horricht und spielt einen Komiker, der zur Reserveausbildung bei der Nationalen Volksarmee muss. Keine Rolle für mich. Solche Rolle spiele ich nicht. Eine Bombenrolle. Ich habe sie Ihnen auf den Leib geschrieben. Mein Leib geht Sie gar nichts an. Ich spiele solche Rollen nicht mehr, ich spiele nur noch Charakterrollen. Und in diesem Film wäre eine für mich drin. Im Film gibt er den gefeierten Star, der es satt hat zu funktionieren und dem der Ruhm und die große Öffentlichkeit eher unheimlich sind. Großer Künstler, Ihr dankbares Publikum. Siehst du, der ist doch verheiratet. Und mit so einer hässlichen Ziehe. Der Umgang mit dem Ruhm ist für Rolf Herricht auch im richtigen Leben eine große Herausforderung. Im historischen Augenblick einen würdigen Rahmen verschaffen. Wenn er auf der Straße ständig angesprochen wurde, das hat ihm nicht gefallen. Ja. Und das ist sogar extrem gewesen, dass er sich ein bisschen verkleidet hat, damit er nicht erkannt wird. Ja. Das hat er wenn ich mit ihm irgendwie einkaufen war oder so, da hat er sowas nicht gemacht. Aber wenn er dann alleine unterwegs war, einen Hut aufgesetzt, den er sonst nie getragen hat, kleinen Bart angeklebt und damit eben ihn nicht so viele Leute ansprechen. Das war ihm ein bisschen unangenehm, ja. Unangenehm auch deswegen, weil egal was er tat, die Leute lachten, wenn sie ihn nur sahen. Mir scheint, hier findet eine Volksbelustigung statt. Er hat eigentlich nie gespielt, er war es immer. Er war es immer und deshalb funktionierte das auch. Das war komisch, was er machte. Aber das war da auf der einen Seite, dass er spielte und Begeisterung weckte beim Publikum. Und natürlich bei den Regisseuren, die es leicht mit ihm hatten. Aber das war dann nachher wiederum auf der anderen Seite sein Ärger. Weil er wurde nicht ernst genommen. Meldung an den Kommandeur. Okay. Gewöhnen Sie sich bloß diese grässlichen Amerikanismen ab. Ich meinte Ortschen Karaschor, Genosse Hauptmann. Okay. Cäsar, Paula, acht kommen. Der Reserveheld soll eine Art Imagefilm für die Nationale Volksarmee werden. Positiv und modern rüberkommen. Und Rolf Herricht soll es mit seinem Humor verkaufen. Entschuldigung, ich bin nachtblind, Genosse Hauptmann. Aber ich, Genosse Hauptmann, ich bin nicht nachtblind. Also gut. Rolf war das, was man einen unpolitischen Menschen nennt. Er hat sich nie dagegen und auch nie dafür geäußert. Wenn er viel gesagt hat zu einer Situation, war das mein Gott und hat nachher das gemacht. Also er hat sich nicht angelegt. Nicht doch, das ist ein Irrtum, ich muss nach Blumenau. Da wird ja gar nicht gefeiert, hier wird gefeiert. Ich bin im Dienst, sehen Sie das denn nicht? Rolf Herricht will perfekt spielen. Für diesen Film lernt er an einem Tag das Reiten. Das ist seine Herausforderung. Wie im Kino. Jedenfalls für Sie. Nicht wahr, mein Lieber?
Aber die Helden, Genosse Oberst, sind echt. Haben Sie schon das gesehen? Schauen Sie sich. Rolf Herrichts Popularität wächst unaufhörlich. Täglich kommen bis zu 250 Autogrammwünsche, die Rolf Herricht alle liest und beantwortet. Obwohl er stöhnt, dass sein Posteingang dem eines mittleren Großbetriebes gleiche. Eine große Fangruppe sind Kinder und Schüler. Stolz schreiben sie Rolf Herricht, dass sie seine Sketche nachspielen. Ich habe als Lehrer sogar am letzten Schultag die Platten aufgelegt, da konnte ich nicht so viel reden und die Kinder hörten es gerne. Ja. Und dann, ich besinne mich an eine Schule hier in Magdeburg, wo er mich mal abholte und da hing die halbe Schule aus dem Fenster raus und guckte, weil er da mit dem Auto vorfuhr. Ja. Wie soll man sich auskennen hier bei den vielen Hebeln? Das sind keine Hebel, das sind Tasten. Ja, das sind keine Hebel, das sind Tasten, ja? Und die gibt es in Schwarz und in Weiß, wie Sie sehen. Ja, ich weiß. Die Weißen sind für die heitere Musik und die Schwarzen für die Trauermärsche. Die Schwarzen sind die halben Töne. Ah ja. Halbe Töne? Halbe Töne. Halbe Töne? Halbe Töne. Dann kostet das Ding 2000 Mark. Das ist nicht halbe Töne. Ich habe Freunde, die sind jetzt um 50 rum. Und die konnten die Sketche bis aufs Semikolon mitsprechen. Auch die Pausenlänge war entsprechend. Die konnten das auswendig, die haben das nie auswendig gelernt, sondern sie hatten das so drauf, weil das hat sie so fasziniert, das zu können. Und natürlich, manche haben Deutsch gelernt. Die Zeit sitzt mir im Nacken. Das tickt, das Ticken und das Tacken, es lässt mir keine Ruhe. Ich denke immer zu, meine Zeit ist knapp bemessen, hab ich irgendwas vergessen, denn die Uhr steht unterdessen ja nicht still. Drehen die Zeiger ihre Runden, dann verrennen die Sekunden, aus Minuten werden Stunden und ich will. Alle wollen Rolf Herricht. Auf Brigade feiern, Filmforen, Diskussionen, für Presseinterviews. Der Star zum Anfassen muss Absagen lernen und bittet in Briefen um Verständnis. Ein paar Fragen habe ich doch auf Lager. Nur äußerst selten gibt er private Interviews. Selbstdarstellung außerhalb seiner Arbeit scheint nichts Erstrebenswertes für ihn zu sein. Was meinst du dazu? Das hat viele Gründe, glaube ich. Deine Art, Unterhaltung zu machen, ist ja gut angekommen, kommt nach wie vor weiter gut an, hoffe ich jetzt auch, nicht? Wo siehst du die Geheimnisse des Rolf-Herricht-Erfolges? Geheimnisse des Rolf-Herricht-Erfolges? Ich meine, irgendetwas muss es doch geben, was den Leuten besonders gefällt, was du machst. Hast du mal darüber nachgedacht? Na, eigentlich nicht. Was gefällt dir denn da am besten? Na, ich kann mir vorstellen, schau mal, die Leute haben alles gern, was komisch ist. Und deine Art, in gewisser sympathischer Trotteligkeit aufzutreten, vieles falsch zu machen, misszuverstehen, das ist vielleicht für viele Zuschauer das Richtige, oder? Das mag sein, ja. Also ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es wirklich nicht. Aber du magst recht haben. Geh doch mal ins Kino, da verfliegt die Wut. Dreharbeiten zur historischen Komödie Hauptmann Florian von der Mühle an der Seite von Manfred Krug. Ihn bewundert Rolf Herricht ein wenig, da Krug es schafft, mehrere Facetten von sich in verschiedenen Rollen auszuleben. Rolf Herricht ist festgelegt, in der Schublade Komiker. Ich glaube, er wäre vielleicht auch gerne so eine Galionsfigur gewesen wie Gerd Röber oder sowas, so international. Aber er war ein großer Schauspieler. Dass das territorial ein bisschen eingeschränkt war, dafür konnte der Herricht nichts. Ich brauche einen Erfolg. Sie haben gut reden. Jawohl, einen Erfolg brauche ich. Menschenskind, wie denn? Ich appelliere an Ihr politisches Bewusstsein. Wir sind eine geschlossene Gesellschaft. In dieser Krimikomödie hat Kommissar Holmes alias Rolf Herricht nichts zu tun, weil alles in der DDR so klasse läuft und es einfach nichts aufzuklären gibt. Seine alten Kumpel wollen ihm einen Fall beschaffen und klauen das Denkmal vom Marktplatz. Ach du mein
meine Fresse! Die Parteiverantwortlichen sahen in der mit kleinen Spitzen versehenen Satire allerdings eine Anspielung auf den Abbau der Stalin-Denkmäler. Der Film fällt der Zensur zum Opfer. Das Rohmaterial landete im Giftschrank. Erst 2009 wurde der Film zu Ende geschnitten und gezeigt. Wir haben damals überhaupt gar nicht daran gedacht, dass man so dumm sein kann und diese kleinen, lustigen, kleinen Schlägele, die da ausgeteilt wurden, dass man die so ernst nimmt, dass man den Film verbietet. Daran haben wir nicht gedacht. Also darum haben wir uns darüber auch nicht unterhalten. Wir haben gelacht, weil es eine Pointe war. Innerhalb von 10 Jahren bis 1969 dreht Rolf Herricht insgesamt 10 DEFA-Filme. Hier einer der wenigen gemeinsamen Filmauftritte mit Hans-Joachim Prey. Immer öfter bemängelt der Perfektionist die Qualität der Drehbücher. Können Sie jodeln? Oh, kann ich und wie. Die beiden Damen suchen nämlich einen Partner für ihren Dreierjodler. Nein, nein, das ist ja alles falsch. Ich sing's Ihnen mal vor. Ja, di, di, ja, di, di, ja, di, di, ja. So, jetzt machen wir es mal gemeinsam. 2, 3. Können wir nicht lieber Mensch, ärgere dich nicht spielen? Privat will Rolf Herricht endlich eine größere Wohnung. Seit Freundin Christa auch in Berlin ist und am Metropoltheater als Tänzerin arbeitet, ist die Wohnung zu klein. Es bleibt nur ein Ausweg. Geheiratet hat man irgendwann wegen der Wohnung, wie das zu DDR-Zeiten halt üblich war, ja, dass man eine größere Wohnung brauchte und das ging nur, wenn sie verheiratet waren. Und da war er keine Ausnahme. Im Herzen Berlins, nahe dem Alexanderplatz, ziehen die Herrichts in eine moderne Plattenbauwohnung. Ein Jahr später, 1968, kommt Tochter Dana zur Welt. Ja, und die Dana, die dann geboren wurde, war also der Liebling von allen. Ein bildschönes Kind, wirklich wahr. Der Rolf liebte seine Tochter abgöttisch, das weiß ich. Also das war sein einziges Kind und das war, Dana war, ja. Ehefrau Christa bleibt fortan zu Hause, kümmert sich um Haushalt und Kind. Rolf Herricht ist der klassische Versorger, der das Geld verdient. Eine gleichberechtigte Künstlerehe zu führen, spielt Rolf Herricht tatsächlich nur auf der Leinwand. Kalte Platte? Kalte Platte, kalte Platte! Ja, also, weißt du, was ich mache? Ich gehe in den Kiez, kaufe mir eine Currywurst, einen halben Liter und für einen Sechser Ruhe. Wir haben nicht diskutiert, komischerweise ganz wenig haben wir da diskutiert über die Konstellation Mann-Frau, Aufgabe der Frau im Sozialismus, Selbstständigkeit, Emanzipation und so. Das war alles nur im Text gegeben. Und Kuschet, da kann ich mich erinnern, dass er einen unheimlichen professionellen Eindruck auf mich machte. Ich hatte sogar ein bisschen Scheu vor ihm, weil er so perfekt seine Sachen vorbereitet hatte. Denken Sie ans Kochen, eine Wissenschaft für sich, wenn man sich nicht systematisch zu Tode füttern will. Und die Haushaltsarbeit ist für viele Frauen heute nur der Zweitberuf. In diesem Zweitberuf bin ich wirklich ein grüner Lehrling. Wie wahr? Der junge Winfried Glatzeder als Kindermädchen Erwin Grafunder schaut sich beim Drehen einiges vom Kollegen Herricht ab. Bitte. Ich erinnere mich daran, dass diese Szene, dass wir das geübt haben. Also, dass wir das, wir auch mit Herrn Preil, auf die Sekunde sozusagen, um die Pointe rauszubekommen. Das ist harte Arbeit gewesen. Die Aufgabe lautet folgendermaßen. Mit einem Minimum an Zeit und einem Maximum an Produktivität, nimm doch mal, ja, die Arbeit zu leisten. Mütter sind konservativ, was gewisse Handgriffe betrifft. Väter sind da viel unkomplizierter. Hey.
Dieses kleine Baby, was da saß, mit einem nackten Po, der Rolf hatte es oder ich hatte es auf dem Arm. Und das ist heute eine sehr bekannte Schauspielerin. Das ist die Deborah Kaufmann. Wollen wir nicht doch lieber die Gemeindeschwester holen? Ach, das war doch nur der Probelauf. Gewissermaßen unsere Nullserie. Jetzt geht's erst richtig los. Montag früh Gymnastikstunde. Vortrag beim Gewerkschaftsbunde. Nachmittags eine Funkaufnahme. Abends kommt eine Pressedame. Dienstag Sitzung beim Verlag. Mittwoch hab ich Haushaltstag. Es tut mir leid. Was Rolf Herricht hier gemeinsam mit Peter Wieland als nettes kleines Lied vorträgt, ist keine Übertreibung. Es ist seine Lebenswirklichkeit. An einem Tag absolviert er oft mehrere verschiedene Produktionen, entweder beim Film, im Fernsehen oder am Theater. An dreh- und spielfreien Tagen heißt es ab auf die Autobahn für Auftritte mit Herricht und Preil. Jeder hat in seinem Garten doch einen Haufen, ne? Ja, ich nicht. Jeder gute Gärtner macht irgendwo in die Ecke seines Gartens einen Haufen. Ich weiß nicht, was Sie da für Leute kennen. Tut mir auch leid für die anderen Gärtner. Mein Garten bleibt sauber. Es lief ja wahnsinnig gut. Und die hatten ja zum Beispiel an Wochenenden 6 oder 7 Veranstaltungen gehabt. Das war schon Wahnsinn. Aber ich muss dazu sagen, Rolf ist auch immer gefahren. Und wo sie auch waren, Suhl oder Karl-Marx-Stadt damals, man kam immer zurück. Rolf wollte nie woanders schlafen. Es kam ganz selten vor. Sie sind immer zurückgekommen und Rolf liebte ja auch seine Familie. Was ist denn jetzt von dir? Tut mir auch leid für die anderen Gärten. Bitte, was sind Sie nicht? Pianist, also die zusammen. Ich muss was für die Familie, Frau und Kind muss versorgt sein und dann muss ich. Ja. Das hat er ein paar Mal geäußert, ja. Dass sie versorgt sind, war für ihn schon wichtig. Also meine Großmutter zum Beispiel, die eine ganz kleine Rente hatte, hat er finanziell immer unterstützt, ja, solange er gelebt hat. Ja. Haben wir nicht schon 77? Ja, wir haben doch 7. Das ist doch die Zugnummer! Ich habe ihn das mal gefragt. Warum arbeitest du so unvorstellbar viel? Weil es war extrem. Und er hat mir gesagt, Hungertuch, Birgit. Meine Frau und mein Kind nagen sonst am Hungertuch. Das war natürlich Quatsch, aber er hat es nicht anders erklärt. Auch damals nicht. Er hat mir keine Erklärung dafür gegeben. Rolf Herricht spürt, dass es zu viel ist, versucht, sein Arbeitspensum zu reduzieren. So bittet er zum Beispiel schon 1972 in einem Brief an das Metropoltheater, nicht übermäßig stark eingesetzt zu werden. Ich erinnere mich, dass er einmal, als er dann schon am Metropoltheater war, dass er da zur Direktion gegangen ist und gesagt hat, er möchte gerne in Rente gehen, er möchte aufhören. Und die haben furchtbar gelacht, fanden das irrsinnig komisch. Aber das war kein Einfall, sondern er wollte es wirklich irgendwie, konnte man da nicht hinterkommen. Man wusste nicht, was ihn so ungeheuer bedrückt manchmal. Rolf Herricht will fest zum Fernsehen, denn Rollen für DEFA-Filme werden weniger. In den Fernsehlustspielen, die an Theatern aufgezeichnet werden, gehört er bald zur Stammbesetzung. Die Lösung. Was? Na, pass auf. Mein grandioser Schlachtplan. Wir machen aus dieser hübschen, sauberen Wirtschaft hier eine ganz miese, verjammelte Spelunke. Die Wirtin ist schlampig, der Koch ist pampig und die Bedienung ist wampig. Ja, und diese erste Produktion, als wir uns kennenlernten,
Das hat, da haben wir in Bitterfeld aufgezeichnet. Und es gab im Osten diese riesen Stalinbauten, diese Kulturhäuser. Und diese Häuser waren aber auch so gestaltet, die Garderoben, es war alles sehr entzerrt. Es waren Riesenaufgänge, zu den Garderoben war es weit. Und wir zeichnen also auf am Stück vor Publikum. Und ich hatte einen großen Umzug, wo ich mich komplett umziehe und auch die Haare umstyle. Ich bin also fertig, renne los durch dieses riesige Haus, ziehe mich um, wirklich komplett Umzug. Laufe die Treppen runter zur Bühne und merke, ich bin zu früh. Ich habe noch einen Auftritt in dem anderen Kostüm. Mit den anderen Haaren. Ich renne wieder zurück in die Garderobe, ziehe mich wieder um. Mache mir die Haare wieder hoch. Renne wieder runter. Schaffe es zu meinem Auftritt so schon, ne? Ja, die Entwicklung wird höflichst gebeten, den Umweg über Brise mitzunehmen. Paul, steck den Kopf rein. Gleiches Eulenschießen. Ja. Wenn ich drüber spreche, kriege ich gleich, weil das ist ein Albtraum des Schauspiels. Das ist ein Albtraum. Ist ein Albtraum. Mann, die geht ja nach vorne los! Die geht aber nicht nur nach vorne, die geht auch nach hinten los. Oh. Komm, lass mal Kaffee trinken, ja? Ja. So. Ach, nett. Guck doch mal in deinem Bett nach, Süßer, ja? Mir fehlt nämlich ein Knopf am Kleid. Oh. Nee, das geht ja nicht. Ach, oh. Fräulein, Sie haben mir feucht gemacht. Hier. Oh, das tut nicht. Ach, bei die Puppe machst du einen Leim warm, was? Und es war aber für mich so aufregend, dass ich am Ende einen Heulkrampf gekriegt habe. Und ich habe so geweint, dass der Rolf kam und mir ein Taschentuch gab. Und dieses Taschentuch sollte natürlich irgendwann zurückwandern in seinen Wäscheschrank. Es ist aber in meinem geblieben. Bis heute. Ja, na denn. Denn wird das ja eine richtige schöne Aussicht. Wir haben zu Hause nicht so viel Ostfernsehen geguckt, aber wir waren oft bei Herrichts und Herrichts waren bei uns. In den 70er Jahren war mein Vater und der Rolf, ich würde sagen, die besten Freunde. Also jetzt verwirren Sie mich vollends. 1976 werden Gerd E. Schäfer und Rolf Herricht für die Lustspielreihe Maxe Baumann engagiert. Im gemeinsamen Spiel laufen die Freunde auf der Bühne zur Höchstform auf. Von mir ein Kind? Müsste ich doch wissen. Ich weiß ja nicht mal, wer die Mutter ist. Erna Mischke! Wenn Sie nur noch so schreien, ich kenne keine Erna Mischke. Sie kennen keine Erna Mischke? Für jede dieser Produktionen haben wir fast immer 6 Wochen probiert. Jeden Tag 4 Stunden. Und dann waren öffentliche Aufzeichnungen. Für die Leute ein Riesenspaß. Ich sah halt bei Rolf, der sehr fleißig und sehr konkret und genau sich vorbereitete auf Rollen. Es war einfach so, dass der Rolf sagte, wenn er Theater spielte, sagt er, Birgit, du musst dir eins merken. Die Leute sind hierher gekommen und ob dort 30 sitzen oder 300, das ist egal. Du spielst volle Pulle. Keine Aufregung, keine Sorge, der Putz muss runter, das ist alles. Jetzt ist mir wohler. Das war ja nun ein Konglomerat von Komikern des DDR-Fernsehens. Also das
War ja nicht zu unterschätzen, aber die Crème de la Crème war dort engagiert. Ihr Menschkinder, kommt raus aus der Laube, hier ist was zu feiern. Die Geschichten rund um den rüstigen Rentner Maxe Baumann alias Gerti Schäfer, die immer zu Silvester im Fernsehen laufen, erzielen sensationelle Einschaltquoten und werden Kult. Monika, oh, das ist ja schön, dass du auch da bist. Tag, Vati. Ja. Das wird dein zukünftiger Schwiegersohn. Ach, so. Ja, kommt ein bisschen überraschend, aber heute ist mir alles egal. Hauptsache, du bist glücklich. Schade, dass unser Fridolin jetzt nichts mehr zaubern kann, denn jetzt wär's doch passend. Mit der Zauberei ist jetzt endgültig Schluss. Hähnchen, beherrsch dich. Fridolin hat mir versprochen, nie wieder etwas davon anzufassen. Darum weg mit dem Plunder, ehe er sich's überlegt. Also ich glaube, sie waren beide sehr zufrieden mit dem, was sie getan haben, haben es aber natürlich bemeckert, weil man meckert ja vor allen Dingen. Aber ich glaube, das diente nur einfach der Unterhaltung, wie man einfach meckert. Ich glaube, sie waren schon in ihrem Fach sehr zufrieden und sehr glücklich, mit ihrem Ruhm auch sehr glücklich, selbst wenn sie den auch bemeckert haben, dass sie ja andauernd erkannt wurden und schrecklich und man kann ja gar nicht dahin gehen oder das geht überhaupt nicht. Es war Koketterie. Und ich glaube, das wussten auch beide. Und darum verstanden sie sich auch. Du hast mir sehr gefehlt. Du mir auch, Rolf. Wir machen es doch auch. Keine Aussicht. Oh. Herr Keul. Ja? Ich glaube, mein Mann hat noch welche übrig. Hier bin ich, hier bin ich. Ist das nicht fantastisch? Ja, Paul, welch ein Glück, dass ich die Annonce in die Zeitung gesetzt habe. Nein, also hören Sie, ja, können Sie nicht still sitzen, die Couch ist neu. Ich habe aber nicht mehr lange. Er war ja verheiratet und liebte seine Christa und er hatte ja auch ein Kind, eine Tochter. Trotzdem, wenn gedreht wurde, waren wir ja immer weit weg. Und die Christa war nicht immer dabei. Aber wenn da irgendwelche Menschen kamen, dann waren die immer verliebt in Rolf. Er ist nie fremdgegangen, also wenn ich es weiß, nicht? Also Frauen waren ganz wichtig. Ich weiß nicht, inwieweit sie sich die Taschen voll gehauen haben, das kann ich nicht beurteilen. Aber Frauen waren ein ganz wichtiges Thema. Es gab ja auch in dem Maxe Baumann-Team immer irgendwelche jungen Schauspielerinnen, die dann so Enkelin oder so weit gespielt haben. Ja, ich weiß nicht, inwieweit mein Vater und Rolf Herricht erfolgreich waren. Ich hoffe beide sehr. Sie waren beide sehr charmant. Rolf war ja ein großer Liebhaber. Ja, 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 ja. Also das war, also Rolf hat ja mit Hinz und Kunz geschlafen, auf Deutsch gesagt. Ja, der hatte ja zig Liebesverhältnisse. Das war klar. Das wusste man auch vom Rolf. Und das hat mir ihm auch zugebilligt. Ich glaube, alle wussten es wie immer, bloß Christa nicht. Aber das weiß ich ganz genau. Denn sie sagte ja manchmal, wenn wir zusammen essen waren und so, und Rolf war dann schon wieder zur Kellnerin, so, und da sagte ich zu Christa, naja, also weißt du, na und, den Schmuck trage ich. So, so kann man das auch sehen. Ich habe noch zu Hause so ein kleines Bild von Rolf Herricht und Christa. Und sie zeigt ihm irgendwas und er guckt ihr auf den Busen. Er tut nur so, als ob er das Bild anguckt und guckt aber in den Ausschnitt. Und da sieht man, was für eine leidenschaftliche Beziehung sie hatten. Und das waren sie auch. Für mich war es kein problematisches Ehepaar. Mit seiner Familie ist er an seinen wenigen freien Tagen am liebsten auf seinem Grundstück bei Großküris. Genießt es einfach zu sein, werkelt ein wenig an der Datsche herum, liest Gedichte. War ja ein Riesengrundstück mit Wald vorne und große. Das Haus war sehr bescheiden, da würden wir heute sagen, da kann man, mein Schuppen sieht so ähnlich aus. Das war zu der Zeit aber eben durchaus ausreichend, ja.
Da war er auch sehr gerne und hat da auch viel versucht, selber zu machen, wobei seine handwerklichen Fähigkeiten nicht die größten waren. Ja, er hat Rasen gemäht und solche Sachen. Und naja, er hat es versucht. Er hatte ja in Großköris eine Außentoilette, so richtig mit Holz. Und da hatte er seine ganzen Auszeichnungen zu hängen. Das fand ich ja nun auch typisch für Rolf, ja. Na, kommen Sie doch mal rüber zum Kaffee oder bei uns hier auf der Terrasse. Na, er wollte seine Ruhe haben. Es war ihm zu viel alles. Ist ja, wenn man so bekannt ist und jeder spricht eben mich an, das ist nichts. Würde mir genauso gehen. Naja, und ich fing das an mit Tischtennis. Hatte sie ja sich eine Tischtennisplatte gekauft. Und meine Frau, die musste immer dran glauben, hat die mit ihm gespielt. Und da hat er sich ein Boot gekauft, so ein kleines. Das hat ihm sehr viel Spaß gemacht auf dem Wasser, hat er auch seine Ruhe gehabt. Aber er kam damit nicht so richtig zurecht. Wenn er den Motor gedreht hat ein bisschen, dann hat sich das Boot gedreht und da war er wieder im Schilf drin. Komm! Nach langer Pause steht er 1979 wieder für die DEFA vor der Kamera. Wieder in einer für ihn maßgeschneiderten Rolle als berühmter Künstler, der im Land des Mangels ein Haus bauen will. Rolf Herricht hat mit dem Stoff Bauchschmerzen. Wir schütten mit unserem Humor ein Problem zu, das viel tiefer liegt, statt seine Wurzeln freizulegen, äußert er sich Journalisten gegenüber. Er war ja immer der, dem alles schief ging. Nicht? Genau wie das war ja in den Filmen immer so. Er hat es gespielt und es ist genommen worden. Und das waren in allen Filmen, zum Beispiel Baulöwe. In Baulöwen, da passierten die Dinge, die eben im Leben wirklich passierten. Dass die Kacheln, nachdem sie angemacht wurden, angebracht waren im Bad, dass die 3 Stunden später alle klick, klick, klick wieder runterfielen. Alle Dinge, die passiert, die Treppe, die zusammenbrach und Rolf mittendrin. Wenn ich 3.000 für die Rostlaube kriege, bin ich froh. Den Dussel will ich sehen. Guck mal, ist das nicht? Der Komiker Ralf Keul. Der hat Keul. Tara Keul. Da. Interesse? Was soll er kosten? Weil sie es sind. 8.000. Zwar muss Rolf Herricht, der privat ein großer Autoliebhaber ist, nicht auf dem Schwarzmarkt operieren. Doch die damals üblichen Beschaffungsprobleme von Autos, Garagen oder Ersatzteilen haben ihn persönlich sehr beschäftigt. Und genervt, wie seine privaten Briefe zeigen. Jetzt rollt er endlich. Die Meinung war natürlich gegen. Man war vor allen Dingen gegen die DDR. Ich weiß nicht, ob der Rolf wirklich gegen die DDR war. Das kann ich nicht beurteilen. Es war aber auch die normale Meinung. Man war einfach gegen. Und hätte man gesagt, ich wäre für, wie? Dann hätte man sich nicht mehr getroffen. Das war undenkbar. Also für zu sein, selbst wenn man für die DDR war, hat man es nicht gesagt. Man hat gesagt, man war gegen. Naja, er war wie fast alle DDR-Bürger, guckte Westfernsehen, freute sich, wenn er ein Päckchen aus dem Westen kam, ging gern nach West-Berlin, dass er da ab und zu mal hin durften. Also zufrieden war er, dass er immer Westgeld hatte. Und als das damals hieß, die Intershops wären geschlossen, da hat er gesagt, da brauche ich nicht mehr zu leben. Also alles, was aus dem Westen kam, war für ihn, ja, Wahnsinn.
Er war nicht unzufrieden, das kann ich nicht sagen. Aber er hat sich so seine kleine Ecke gebaut. Ja, er hatte sein Westgeld, konnte in Intershop gehen und dort alles kaufen, was er wollte. Und damit war die Welt für ihn in Ordnung. Und seine Tütensuppen gab's, ja. Unangefochten sind Herricht und Preil auf dem Thron als beliebtestes Komiker-Duo. Landauf, landab spielen sie ihre Sketche vor begeistertem Publikum. Hinter den Kulissen aber setzt in der Arbeitsehe Ermüdung ein. Nicht nur körperlich. Tut mir furchtbar leid, muss mich gleich wieder verabschieden. Gleich wieder verabschieden? Das ist ja eine richtige Freude. Ich meine, das ist ja ein Ding. Was eine Freude? Ich will verreisen. Wir werden uns einige Zeit nicht sehen. Och, die Freude wird ja mal größer. Ich meine, es ist ja richtig schade. Preil war so ein bisschen Roger Moore. Und das war, glaube ich, ein ganz schwieriges Verhältnis. Weil es wurde natürlich auch von meinem Vater und von Herricht über Preil gesprochen. Und das war von, also so wie ich es mich erinnern kann, mein Gott, so spannend fand ich das auch nicht, war das immer bissig. Aber ich glaube, es war diese Abhängigkeit, der er nicht entkommen konnte. Lassen Sie nur endlich das Gezeter. Ich komme jetzt jedenfalls rein. Sie kommen ins Abteil. Ich komme ins Abteil. Wunderbar. Herr Ball, eine Frage. Was noch vorher? Der Zug fährt schon. Ja, der fährt schon. Der fährt schon eine ganze Weile. Ja? Ich komme jetzt, ja? Gut, geht los. Der Zug fährt schon. Na, warum sitzen Sie denn nicht still? Geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich sitze auf einer Achse hier. Ach, Quatsch nicht! Sie hörten plötzlich auf, miteinander zu spielen. Also die Schuld war eigentlich, dass es zu viel war. Und darum haben sie dann aufgehört und haben dann nicht mehr miteinander gesprochen. Und schade, sagte man auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man dann gesagt, ja, vielleicht hätte man ein bisschen mehr Acht geben sollen darauf und ihm helfen. Guten Tag, mein Herr, Sie werden verzeihen. Ist dieser Platz noch frei? Der Sketch Reisebekanntschaft wird ihr letzter Auftritt im Kessel Buntes sein. Sie müssen doch reagieren. Hallo, mein Herr, schönes Wetter heute, nicht? Richtiges Reisewetter. Ja, da lernt man Menschen kennen in der Eisenbahn, im Abteil, im Speisewagen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Herrgott, wollen Sie nicht auch mal was sagen? Ich, Ausländer, nichts verstehen. Ihre Station auf Wiedersehen. Das ist klar. Kurz danach kommt es nach einem Streit zum endgültigen Bruch. Die beiden sollen sich nicht mehr wiedersehen. Das war eine Sache zwischen den beiden und sie wollten dann nicht mehr. Ja, sie wollten dann nicht mehr. Das war 78. Preil hatte ja einen Herzinfarkt 1977 und ein Jahr später haben sie aufgehört. Darüber wurde nie gesprochen. Ich weiß es, aber ich möchte es nicht sagen. So gut an Ihnen finde, ist, dass Sie immer Einfälle haben wie so ein altes Haus. Ja, zum Beispiel, wenn auf dem Fußballplatz ja nichts passiert, wa? Weil einer mit seinen angefaulten Beinen sich stundenlang da auf der Wiese rumwälzt, wa? Sie machen da jedes Mal eine Schau draus, dass man denkt, Moment, dass man denkt, man die Beinen Tore hätte der Kessel Buntes mit dem Spielspaß sich in die Wolle gekriegt. Moment mal, jetzt, ich hab ja noch gleich Moment mal. Rolf Herricht intensiviert die Zusammenarbeit mit Helga Hahnemann. In einigen Fernsehsendungen hatte er mit ihr als Sketchpartnerin bereits Erfolge gefeiert. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich sehr sauer, wenn Sie feststellen, dass Sie ganz woanders hingehören als auf der Bühne? Oder verbuchen Sie das einfach unter irgendwas menschlich? Obwohl ich sagen muss, das finde ich sehr anständig von Ihnen, dass Ihr Herzklopfen kostenlos ist, wa? Ach, noch eine Frage. Haben Sie eigentlich mit der Sendung hier auch was zu tun? Ich sehe, Mensch, Erwin, ich sehe Ihnen dauernd in der Kantine rumsitzen. So was deutet ja immerhin auf Leiter, wa? Am Metropoltheater, seinem Haustheater, moderiert Rolf Herricht Unterhaltungsshows. Auch mit Schauspielerin Dorit Gäbler, die er als Kollegin schon aus einer gemeinsamen Filmarbeit kennt. Ich
Rolf Herricht schlägt ihr vor, es auch gemeinsam als Duo zu probieren. Also ich bin so begeistert, ich kann es gar nicht sagen, wie. Also am liebsten würde ich sie gleich erst mal malen. So? Nein, nicht so, wenn schon, dann gleich als Akt. Ich habe aber noch nie Modell gestanden. Ja, ich habe ja auch noch nie gemalt. Er hat sich jedenfalls mal richtig mit mir hingesetzt. Wir haben uns hier in irgendeiner Location hier rumgesessen, also wir zwei nur. Und haben mal abgetastet, ob es ginge mit uns beiden. Was ist denn das für ein schöner Apparat? Jetzt sind Sie neugierig, nicht? Das kann ich verstehen. Das ist die VAM81-EL. Ich habe gefragt, was das ist. Die vollautomatische Mausefalle, Strich 81 Elektronik Deluxe. Oh. Und wie funktioniert die? Genau, im Moment noch gar nicht. Also normal. Ich war jedenfalls bereit, das auszuprobieren. Und ob es geklappt hätte, das weiß man nicht. Es ist ja auch immer, wenn zwei zusammen spielen, vor allem, wenn die Muster so eingelaufen waren. Herricht Breil war Number One, das war einfach eine Institution. Und plötzlich soll da eine Frau kommen. Ob das gegangen wäre, es war also ein Abklopfen, ein Abtasten. Und bei dem ersten Gespräch waren wir beide sehr zufrieden miteinander. Das kann ich jetzt mal so stehen lassen. Und wie kommt nun die Maus in die Falle? Eine sehr intelligente Frage. Also die Maus geht hier, mal ein bisschen leise, falls eine hier ist, geht hier durch diese Klappe. Ja, sehen Sie mal die Klappe. Ja, da fällt Ihnen nichts auf. Nein. Die Klappe ist nur angelehnt. Ist das raffiniert? Und wenn die Maus durch diese raffiniert angelehnte Falle wieder einfach raus wollte, was dann? Nein, das macht die Maus ja nicht. Gucken Sie, ich werde auch versuchen, das zu erklären. Gucken Sie mal, die Maus geht dem Speckgeruch nach. Jetzt geht sie hier rein. Und Rolf Herricht will sich für weitere Besprechungen über eine Zusammenarbeit später bei Dorit Gäbler melden. Er bräuchte erst einmal eine Erholungspause und Ruhe. Erschöpft und übermüdet. Und da bricht sie förmlich zusammen. Und jetzt können Sie sie völlig gefahrlos fesseln. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du mit einer solchen Größe plötzlich konfrontiert bist und der sagt, ich möchte mit dir arbeiten, dann bist du auch nicht ganz sicher, dass du das wert bist. Also, ich habe jetzt nicht gedacht, hurra, jetzt bin ich die Größte. Ich habe gedacht, Mensch, das ist eine Riesenchance. Bleib ganz ruhig. Der wird sich schon melden. Ja? Dorit, haben Sie noch was? Ich habe nichts mehr, nein. Haben Sie noch etwas? Nein, ich habe auch nichts mehr. Sie vielleicht? Haben Sie noch was? Sie haben auch nichts mehr? Keine also Zeit. Dorit hat nichts mehr, Sie haben nichts mehr, ich habe nichts mehr, das Programmheft hat nichts mehr. Was bleibt uns übrig? Finale! Es läuft doch alles wie geschmiert, wenn man es gut organisiert. Darum sagt niemals, das wird für mich nichts. Nein, nein, mit ein paar Tricks. Na klar, scheinbar Unmögliches wird auch von dir vollbracht. Weißt du nur, wie man's macht. Er hat mir gegenüber eben doch oft den Menschen gespielt. Nicht gespielt, aber es schien manchmal so, dass er da etwas anders war. Da hat man gemerkt, dass er fertig ist, arbeitsmäßig eben. Die Sketche und ein Film und das ist ja doch alles sehr viel gewesen. Und nebenbei eben eine Krankheit, von der wir nicht wissen, was war es eigentlich. Denn diese Kopfschmerzen waren ja nicht normal, dass er immer Kopfschmerzen hatte. Er berichtete mir, dass er also gelegentlich so Anfälle hatte. Indem er also umfiel, da muss die Rettung kommen, fährt ihn ins Krankenhaus und dort wird er also behandelt. Und dann sage ich, ja, und dann haben Sie irgendwas mit dir gemacht? Haben Sie da genau nachgeschaut? Nein, ich bin ja dann gleich wieder nach Hause gefahren. Sage ich, wie denn? Ja, ich habe mir ein Taxi genommen und bin nach Hause gefahren. Sage ich, gehe ich recht in der Annahme, dass du nie einen Arzt so richtig konsultiert hast und dich hast behandeln lassen. Da sagt er zu mir, ich gehe doch zu keinem Doktor. Das war seine kurze, knappe Ansage. Und die sagte er so bestimmt, dass ich nicht mehr nachhakte und sagte, du, also pass auf, du bist verrückt. Ich nahm das eben zur Kenntnis. Er sagt, ich gehe doch zu keinem Doktor. Denn wurde erzählt, dass Rolf immer umfällt? Aber das war ja nicht schlimm. Und der Rolf hat erzählt, ja, also ich fall um oder irgend so was. Ja, na ja, da wurde denn noch eine Zigarette geraucht und noch ein Cognac. Ja, ist schon hart. Ja.
Also, und man hat sich hat dann einfach wahrscheinlich 2 Kopfschmerztabletten genommen und der war gut. Er hat sie um ein Herz gehabt. Nur wir wussten das. Hat er mit uns gesprochen, seine Frau auch. Und der letzte Sommer, der 81er, da ging es ihm nicht gut. Aber er musste eben ran. Ne? Am ersten Tag nach seinem Urlaub, am 23. August 1981, fährt Rolf Herricht nach Berlin zur Vorstellung ins Metropoltheater. Kiss Me, Kate. Beim letzten Vorhang sackt er zusammen, rutscht an seinem Kollegen runter. Während das Publikum applaudiert, stirbt Rolf Herricht hinter der Bühne. Mit 53 Jahren. Herzinfarkt. Den Ostberg, der also da ihm noch versucht hat zu helfen, als die abgetanzt sind in Kiss Me, Kate, der sagt immer nur, er hat gedacht, der Rolf macht Quatsch. War aber nicht so. Und sehr traurig. Ich dachte, das ist ein blöder Scherz erstmal. Wo ich noch nach Luft geschnappt habe, war, dass mir jemand erzählte, dass er also im Metropoltheater, also im Theater, während der Vorstellung quasi gestorben ist. Ich sag, was? Der ist auf der Bühne, das ist ja grandios, das ist ja das, was sich jeder Schauspieler so wünscht. Dass man sich verbeugt und dann den Herzinfarkt kriegt und tot ist. Das ist so wie das Glück eines Todes, eines guten Sterbens, abends ins Bett und morgens nicht mehr aufwachen. Was natürlich ein Traum ist für jeden, aber ein Albtraum für die Angehörigen. Und die Christa habe ich ein Jahr später wieder getroffen bei einer großen Veranstaltung und habe sie kaum wiedererkannt, weil sie unter dem Fehlen von Rolf so gelitten hat. Sie war also ein Hauch dessen, ja, wie ich sie kennengelernt hatte. Die Christa, die konnte alleine, war der auch sehr unselbstständig, weil er eben auch viel, gerade die Geldgeschäfte und was so war, das hat er ja gemacht und dadurch war die eigentlich wirklich nur noch Hausfrau nachher. Die Dana war noch zu klein oder noch zu jung, 13. Das war schon eine schwierige Zeit für die beiden. Ja. Ich weiß, dass mein Vater geweint hat. Und mein Vater war jemand, der nie geweint hat. Also Männer mit Wein ging nicht bei meinem Vater. Das wurde also weggedrückt und weggeschluckt. Und also Wein ging überhaupt nicht. Und mein Vater war sehr traurig. Und ja, wir waren platt. Also, Rolf Herricht ist tot. Das war nicht zu verstehen. Nein! Nee, das darf doch nicht wahr sein! Hurra! Hurra! Wo kommst du denn jetzt hier? Ich hab dir doch gesagt, du sollst zu Hause bleiben und fernsehen. Ja. Habe ich ja versucht, aber war nicht auszuhalten. Wieso? Naja, das ist dieser Waschkessel da mit der Hahnemann. Da wärst du doch in der Ecke an Kino gegangen. Mit der spielen sie Rentner, haben niemals Zeit. Na ja, und? Ich war in Ahrenshoop, da in unserem kleinen Häuschen, was wir da hatten. Und es klingelte das Telefon, die Evelyn Matt rief an, Herbert, du musst sofort nach Berlin kommen. Der Rolf ist tot. Also ich habe das also erstmal gar nicht begriffen, also weil das wurde so dahin gesagt. Und die Evelyn, das ist ja eine schwierige Aufgabe, nicht? Das war die Redakteurin, die für Kessel und so zuständig war. Und die erzählte dann, der Rolf soll morgen Abend im Kessel einen Sketch mit der Hahnemann spielen.
Und du musst nach Berlin kommen, du musst das übernehmen. Das war meine erste Reaktion. Das kann ich nicht. Ich werde immer dünner. Und du? Kein neues Sehen auf der Waage, ja? Hast du schon wieder ein Kilo zugenommen? Ich hatte ja noch Strumpfhosen an. Kann ich jetzt eine rauchen? Bitte? Kühler wie zu Hause. Gut, also nicht. Ich kam dann in Berlin an. Gespielt wurde in Cottbus in der Stadthalle. Und die Helga wartete und wir haben also wie die Teufel gestanden und haben gearbeitet und haben abends dann die Sendung gemacht, live. Und die Leute lachten und klatschten hinterher. Und die Helga stand neben mir und der liefen die Tränen. Und in diesen Applaus rein sagte sie zu mir, eigentlich ist das ja Rolfs Applaus. Und dann heulte ich auch. Mein Hugo! Das ist Herbert. Hallo. Das ist Herbert Köfer. Ich brauche jetzt ja nicht mehr zu sagen. Die Menschen begreifen gar nicht, wie ernst man sein muss, um heiter zu sein. Das sagte schon Goethe. Rolf Herricht war ein ernster Mann. Da. Ja, dann gehe ich auf den Baum. Schön, geht's auf den Baum, der Tiger hinterher. Ich denke, es ist ein Raubtier. Na ja, es ist ein kletterndes Raubtier. Ein kletterndes Raubtier. Ein kletterndes? Ein kletterndes, jawohl, ist in Ordnung. Ich klettere auf den Ast. Jawohl, der Tiger klettert hinterher. Da springe ich runter. Der Tiger springt hinterher Ihnen ins Genick und hat Sie. Mahlzeit, na. Also, Herr Prall, was ist nun? Sind Sie mein Freund oder der Freund vom Tiger? Ich wollte ja nur wissen, was Sie machen, wenn das Gewehr nicht losgeht. Ja, dann hat der Verkäufer gesagt, dann tauscht das um. Ach, was das? Ich sage jetzt mal einen ganz kitschigen Satz. Ich meine es auch nicht kitschig. Das ist was ganz Großes, was ganz Schönes. Wenn man das schaffen kann, die Leute so zu bezaubern mit den Alltäglichkeiten, nicht mit irgendwelchen exotischen Geschichten. Nein, selbst die Tigerjagd, ganz, das ist ja nur eine profunde Sache sowieso. Aber das ist so toll. I'd be smiling if I wasn't so desperate. Dass das eine Kunst ist, was Rolf gemacht hat, das habe ich erst viel später begriffen. Viel später. Bitte, ich möchte dir noch mal. Rolf Herricht, das war eine Person, die wusste, dass sie eben auch das Stückchen Glück geschenkt bekam, um so die Menschen lachen zu machen, um so in die Herzen der Menschen einzuziehen. Das kann nicht jeder. Ich habe ihn geliebt, ja. In einer Art, in der man eben in Menschenleben kann. Gratulieren wir Ihnen zum 90. Geburtstag. Mach's gut, Rolf. I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's fun.